Ein Tag mit dem Anzeige-Hauptmeister in Frankfurt. Das erste Video habe ich von Leon verpasst, deswegen geben wir uns das zweite. Let's go. Jetzt haben wir reingeschissen hier. Aber sowas von. Bist du bereit für Teil 2, Niklas? Ja, aber na sicher. Wo machen wir das heute? In Frankfurt am Main. Die Anzeigen müssen wieder raus hier in Frankfurt City. Ich würde sagen, hier erwartet uns ganz schön viel Arbeit, Digga. Warte, ich habe von Leon zuletzt vor 8 Jahren seine Videos geguckt. Also das erste habe ich gesehen offline und jetzt das zweite wieder. Und da vorne haben wir eine ganze Reihe. So ein kleiner Knutscher auf die Lippen? Nee, aber da vorne wartet der Arbeit. Bruder. Arbeit geht los. Gut. Kein Wichser, Alter. Wieder falsch mal, kein Wichser! Jungs, habt ihr Zeit für Vorträge? Du, hör mal zu! Wenn du mit uns reden möchtest, musst du uns erstmal Kohle bezahlen. Hast du mich verstanden? Sonst kannst du nicht mit uns reden. Hast du mich verstanden, Kollege? Du störst uns gerade bei der Arbeit. Husch, husch. Dann seh zu. Husch, husch. Ja, Ars. Da muss man ganz knallhart durchgreifen hier, Niklas, oder? So sieht's aus. Ja. Cool, dich mal zu sehen, ne? So wie wir live. Kollege, langsam reicht's hier. Entweder holst du uns jetzt was zu trinken oder du gibst dir den Taler hier. Ich hab mal dein Portemonnaie jetzt. Mach mal auf, das Ding. Hier hab ich nichts. Wir würden uns aber trotzdem über jeden Cent freuen, den wir an Spenden kriegen können. Danke, dass du mich mal supportst. Am Anfang war das so eine Hate-Wille auf den Anzeigenhauptmeister. Mittlerweile, Bruder, ich finde den auch sympathisch. Egal, was kommentiert mit, ja, so einen sollte man nicht pushen, ist das. Ist doch unterhaltsam, Bruder, trotzdem. Bruder, gib mir eine Kopfnuss. Ja. Und am Ende des Tages, was macht der Junge denn falsch? Wenn du falsch parkst, Bruder, Pech. So, weißt du, ich meine? Ey, erzähl mal jetzt, Alter. Junge! Was mit Montelle Black am Start? Ja. Warte, hat er gestunken? Nee. Angenehm? Ja. Digga, habt ihr schon mal seine Haare gesehen von diesem Niklas? Also vom Anzeigenhauptmeister, der hat längere Haare als Apache, Bruder. Ihr müsst immer ohne Helm sehen. War der so vom Typ? Ganz in Ordnung. Wir haben gut gevibed und ich fand ihn auch echt so lustig, aber in manchen Dingen ist er dann halt wirklich so, wie er halt auch ist, ne? Hat er dich nach Geld gefragt, der Montana Black? Ja. Was? Da vorne wartet Arbeit. Ja, klar. Was meinst du, Kollege? Dass er nicht aufs Maul bekommt. Warum so aggressiv, Bruder? Warum sind die Menschen so aggressiv? Einfach beim Vorbeilaufen einfach Spruch drücken, ohne Sinn. Lauf doch einfach weiter, mein Bruder. Mein schöner, aggressiver Bruder aus Frankfurt. Wieso? Was ist denn dein Problem? Was mein Problem ist, ist der die ganzen Knöllchen aufschreibt. Ja. Es gibt Leute, die müssen schnell parken und müssen weggehen. Das ist mein Problem. Ja, Bruder, entspann dich mal. Es gibt Menschen, die werden weggebombt auf dieser Erde. Walla, wie kann man so aggressiv sein, ja? Hast mich gefickt. Park woanders. Leb mit der Strafe oder park woanders. Aber mach doch nicht so, als wäre dieser Junge irgendwie, als wäre er Kim Jong-un und dass er auf eine Atombombe, als dass er auf einen Knopf drückt, dass eine Atombombe in Frankfurt platzt. Wie kann man sich so unnötig so krass aufregen, Bruder, ja? Also ich bin ja auch schon ein Choleriker und bin auch laut, Bruder. Aber das geht zu weit. Warte, das geht zu weit. Es gibt viel schlimmere Probleme. Lass den Jungen sein Ding machen, er hat dir nichts getan, so. Dann hast du falsch geparkt, Pech, Knöllchen. Du lebst in Deutschland. Leb nach den Gesetzen oder halt deine Fresse, Bruder. Ja oder nein? Sorry, da setze ich mich für ihn ein, Bruder. Punkt. Bist du die Polizei oder was? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Sieh zu, dass du Land gewinnst, Arschloch! Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Penner! Hä? Es ist eine Beleidigung. Mama, halblang, Arschloch! Entschuldigung! Ach, Niklas. Naja, ich hab dir öffentlich gedroht! Jetzt mal ehrlich, wenn ich sage, sieh zu, dass du Land gewinnst, ist es eine Beleidigung? Nö. Danke. Hier, wenn einer das Gesetz kennt, dann ist er das. Richtig, so sieht's aus. Ich bin der Boss. Ich bin der Größte, ich bin der King. What the fuck, Digga? Ja. Zumindest hätte ich das gerne so. Bin's natürlich nicht. Ist mir natürlich bewusst. Ja, komm, du bleibst. Bruder, aber Leon ist auch schlau. Er geht extra in eine Stadt, wo die Menschen halt auch ein bisschen aggressiver unterwegs sind, ne? Frankfurt, Alter! Um genau das hier mitzunehmen, so. Ich kann schön stehen jetzt hier. Ah, ja, jetzt kommt der Kollege. Ah. Ich dachte, du bleibst. Komm ran jetzt! Stehen! Du Bastard, du! Aus dem Auto auch noch Huren sagen! Stark! Sehr, 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 sehr stark! Das sind die Besten! Ich hab nicht gehört. Der hat gesagt, du. Schnell, mach Foto vom Kennzeichen. Hast du es auf Kamera? Dann nehme ich eure Kameraaufnahme, das sieht auch. Oh, gib mir rüber. Jeder. Der nächste, der hat gesagt, du Bastard. Halt mal schnell Film, sind Beleidigungen. Krass, ne? Wie die so auf den abfahren. Ist unglaublich. So normal, ist das üblich? In so einem Viertel ist das durchaus üblich. Ja. Du kontrollierst dich da, dann lässt du alles zu, ne? Kriegst du Geld für Beleidigungen? Wenn ich es erfolgreich verklage, ja. Wie viel das kriegst du für einen Huren? Dreistellig. Das ist mal saftig hier. Schön weiter beleidigen. Bist du im Bild? Oh. Gut. Ey, ich sag's euch, der fotografiert. Linke Fahrbahnseite. Ganz schnell. Ey, diesmal hast du ein Auge zugedrückt. Nee, ich hab mir schon erfasst. Ja. Ach, der hat schon ein Foto gemacht. Er hat schon ein Foto gemacht, Bruder. Der hat schon ein Foto gemacht. Ja? Ich muss pflegen. Warum machst du Fotos von meinem Auto? Das Auto steht auf der verkehrten Seite. Aber ich gehe spritzen. Dann sag das. Wieso machst du es für jeden Verschritten? Das ist scheiße. Guck mal, so finde ich es in Ordnung, ne? Aber dieses
Person beleidigen und androhen, das geht zu weit. Guck mal, hier ist der Typ in meinen Augen korrekt. Er agiert korrekt, Bruder. Pflegedienst, dies, das, ich verstehe ihn. Wenn aber jemand zu vulgär wird und zu sehr schreit, Bruder, dann ist es zu viel. So, aber am Ende des Tages, Bruder, Gesetz ist trotzdem Gesetz. So, dann hätte man ja, na, was soll ich dir sagen? Ich bin halt nicht der Gesetzgeber in Deutschland, so, aber es wäre halt schön, wenn man extra so Parkplätze hat, wo man genau weiß, guck mal, das ist für Pflegedienst, das ist für dafür, das ist für dafür. Anders geht's ja nicht. Menschenhof. Das Ordnungsamt wird dann sich überlegen, was das draus macht. Lösch das Bild bitte, die fahren raus. Nö. Sagt das Ordnungsamt, wieso er da gestanden hat und gut. Hast nichts bis jetzt zu tun, außer also der Leon hat auf jeden Fall. Nee. Der Leon ist korrekt. Ich stehe hinter dem Anzeigenhauptmeister. Bleib mir so dazwischen, die ist verrückt. Ich kann nichts machen. Ja. Der Müllmann, der packt einfach da mitten auf der Straße. Ey, der versperrt die ganze Straße. Der will ein Foto von dir machen, du musst ein Foto jetzt von seinem Kennzeichen. Guck mal, da lässt er aber es durchgehen. Aber was sagst du denn? Der versperrt die ganze Straße. Hier, wenn ihr keine Knöllchen haben wollt, dann müsst ihr einfach auf Fan machen und mit ihr ein Foto machen, Bruder. So. Ja, komm, die Müllabfuhr hat nach § 35 StVO Sonderrechte. Oh. Bitch, please. Bitch, better have my money, motherfucker. Hast du Sonderrecht? Guck mal, der ganze Straße hier versperrt. Aber der Kollege, der Pflegedienst... Aber er nutzt ja sein Recht aus, mäßig. Dem drückst du kein Auge zu, aber Pflegedienst hat ja nach § 35 StVO keine Sonderrechte. Wie, Pflegedienst? Ich hab vergessen, den von hinten zu erfassen. Der Niklas, der macht uns jetzt Probleme. Ja, der steht ja auch gleich, länger als... Gleich pfeift's hier. Guck mal, er fotografiert dich schon wieder. Und gut. Okay. Alter, zum Glück sind die nicht da, Alter. Die würden ja komplett am Rad drehen. Ja. Frankfurt, da hast du ordentlich was zu tun. Ah, Frankfurt, ist Frankfurt mehr los wie in Hamburg? Ja. Findest du, Frankfurt ist die schlimmste Stadt, die es bis jetzt gab? Nein, Hildesheim. Das war ein Notfall. Hildesheim. Notfall, Niklas, das war ein Notfall, sagt er. Was ist denn ein Notfall? Kurz ein Brötchen beim Bäcker holen? Der muss Kinoticket kaufen. Warum macht der Foto? Ich mach mal. Oh. Und wo? Wann und wo? Ja. Du darfst das nicht wieder machen. Das Bild bitte noch schnell. Oh. Ja. Hast du vor meinem Auto gemacht? Wann und wo? Hast du gemacht, ja oder nein? Sprach weiß ich ja. Nicht. Sag ja und dann ist der Helm ab, mein Freund. Da wirst du aber an den langen Apache angezogen, mein Bruder. Weiß ich nicht, wo soll das denn gestanden haben? Warum machst du vor meinem Kennzeichen Foto? Wo hast du ihn geparkt? Ich hab doch Parkschein gezogen. Wo hast du gestanden? Ich hab dich nicht gefilmt. Einfach, es sterben Leute wegen einem Knöllchen. Gefühlt. Wie die alle durchdrehen, Bruder. Ich hab dich nicht gefilmt. Die denken auch Spiegel-TV, Bruder. Der Falschmarker, könnten Sie vielleicht mal weiterhelfen. Anzeige raus, Anzeige raus. Tschüss. Mein Bruder hat's geschafft, Alter. Mein Bruder hat's geschafft. Jeder, der den Anzeigenhauptmeister auslacht, guckt ihn euch an. Mit 4 Chayas, Bruder. Was denn? Was habt ihr alles drauf? Von den Materialien gerade? Ja, habt ihr alles? Bro, wir sind höchst professionell. Wir haben alles drauf. Alles auf der Linse. Super. Mit ein dickes Geschäft. Super. Das war schon brenzlig, muss man sagen. Pure Eskalation. Ja. Und du hast sie wie ein Mann gemeistert. Wie hast du dich gerade gefühlt? So wie immer. Also das ist nicht die erste Situation, die ich da jetzt... Der Junge ist abgehärtet, Bruder. War das nicht so ein bisschen aufregend, bremslich, wo du gesagt hast, Alter, gleich schmeißt du dich hin? Guck mal, er kann auch für sich selber lachen. Also ich muss zugeben, Leon, ne? Hast du gut gemacht, das Video. Du hast schon auf YouTube gefehlt. Ich habe auch so meine ein oder anderen Gedanken über dich gehabt. Da waren wir aber auch schon ein bisschen jünger, ne? Ist auch schon Jahre her so. Aber das machst du gut. Leute, die gerade im Rampenlicht stehen, noch mehr ins Rampenlicht zu rücken, ist unterhaltsam. Muss man ihm lassen, Bruder. Muss man den beiden lassen. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Da muss ich jetzt leider scholzen. Niklas, jetzt mal Real Talk nochmal zurück. Ja? Was hättest du gemacht? Hätte der Typ mich verletzt. Die Polizei und der Rettungsdienst gerufen. Ja, aber wenn er mich jetzt so richtig packt am Hals und so, würdest du dann sagen, hey, stopp, hättest du ihn weggeschubst? Ja, na, aber selbstverständlich. Hättest du ein, zwei Schellen gegeben, ne? Naja, die Schellen hinterher, das ist wiederum keine Notwehr mehr. Aber schon aus dem Affekt heraus? Ja, das mildeste Mittel, was geeignet ist. Dass du ein Bruder bist. Ja, genau. Ja, Frankfurt ist mal die Hölle los. Ne? Ja, eben. Frankfurt ist Polen offen. Ich muss dir zeigen, wie man zum Mann wird. Komm mal ganz kurz. Ich will erst wissen, was da drin ist. Achso, ich dachte erst, die gehen wirklich wieder rein. Hier sind wir in Schlaraffenland, Junge. Schau dir das mal an. Uzi, Pump, alles, was du brauchst, Digga. Guck mal, ein schöner kleiner Revolver. Was kosten die da oben? Was kosten die Westen da oben? Die schwarze. Okay. Der braucht eine Schutzweste, Bruder, in Frankfurt. Dann selber gefestigt. Dann kannst du aufhören. Alter, du guckst wegen Schutz hier. Wisst ihr, wir brauchen was hier Hartes, Digga. Einen schönen Revolver oder sowas. Niklas, Alter, du machst hier wie in Amerika. Guck mal. Machst du hier, zeigst mal die Wumme und dann. Nee. Das Tragen von Anscheinwaffen in der Öffentlichkeit darf man nicht. Nein. Kennt deinen Kollegen aus Polen?
Da kann er was klären, Niklas. Mhm. Ah, du bist ja auch zum ersten Mal, dass in Deutschland Waffen verkauft wird. Ach, das mit Klettverschluss kann ich abändern. Genau. Ah. Geil, Alter, Junge, das siehst du ja aus wie... Welche Größe ist das? Digga, er will sich wirklich eine Schutzweste kaufen. Er zieht durch. Willst du einen jetzt kaufen? Ja. Echt jetzt? Junge, wo hast du das Geld, Alter? Ich dachte, du bist richtig. Ich bin jetzt mal großzügig. Sollen wir das lieber rausschneiden, dass du hier so viel Geld ausgibst? Was? Sollen wir das lieber rausschneiden, dass du so viel Geld ausgibst? Ja. Das ist schon. Lassen wir aber kurz. Er sagt ja. Dann. Ah. Willst du mal probieren? Mein lieber Scholli, der ist hier stark. Guck mal, wer sich freut. Digga, ich seh ihn zum ersten Mal lachen einfach. Ey, die ganzen Influencer konnten ihn nicht zum Lachen bringen. Er hat richtig Spaß mit Leon einfach. Ein Hart, Junge. Alter, guck, wie er strahlt, Bruder. Er kauft einfach eine schusssichere Weste, Alter. Niklas, ey. Das weiß ich nie, Alter. Der hat einen harten Job, muss man sagen, der hier, ne? Ja. Wie viel Rabatt haben wir jetzt bekommen? Fast 35. 35 Euro, stark, Alter. Danke dir. Also, ich kann ja mal zeigen, wie ich das machen würde. Kann ich mal so einen toten Schläger hier kurz? Jungs, gibt's Probleme? Ja. Was ist euer Problem, ey? Ganz einfach, Niklas, ganz einfach. Da brauchst du nicht die Weste. Ganz einfach geht das hier. Ach, geht nicht zu, ey. War schon eine geile Aktion, oder? Ja. Ich hasse diese Dinger. Ich habe aber keine davon. Man ist schon stark, oder? Kann ich ja mal so gegenboxen? Ja. Echt jetzt? Mach. Darf ich echt gegenboxen? Stufenweise, ja. Also stufenweise, okay. Stufe 1. Okay. Dollar? Ach nee, lass jetzt hin. Okay. Können wir einmal so eine... Allah, ein schöner Deutscher. So eine Software... Nee, lass mal lieber gut sein, ne? Lass doch mal. Am Ende habe ich hier noch Schmerzen. Ich muss ja noch einen Schuss überleben hier. Sowas? Das ist jetzt keine echte Waffe, das muss man sagen. Das ist eine Airsoft, da kommt Plastik. Das ist ein Airsoft, Bro. What the f***? Wahrscheinlich hochwertigste Airsoft. Alter, Junge, ey, geil! Zeig mal den Hintern, Niklas. Nein, hier. Junge, siehst aus wie ein brutaler Mafiosi, Alter. Hast die Seiten gewechselt, mein Bruder? Du hast die Seiten gewechselt. Du bist jetzt einer von meinen... Noch? Nee. Noch, Mann. So, jetzt gehen wir kurz mal in die Bank rein. Was? Nein, das machen wir nicht. Ja, guck mal, hier fährt er über den Zebra scheißen, das gibt's auch nicht. Das gibt eine Anzeige, das gibt ein Material, wo ich gibt eine Anzeige, ne? Wie kannst du dir das gefallen lassen? Soll ich mit dem Rad kurz hinterherfahren? Das bringt nichts. Mir ist eins aufgefallen, Alter. Ja, was? Die Weiber, die gucken dich schon an, Alter. Hattest du mal eine Freundin, Niklas? Hä? Hattest du noch nie eine Freundin? Also meine Antworten vom letzten Mal haben sich nicht erinnert. Willst du nicht irgendwann von Kinder haben oder sowas? Die kosten Unterhalt, die kosten Steuern. Kinder, Digga, das die ist super Geld. Niklas. Ja, ne, das der ist voll der Geier, Bruder. Ich hab einen Ausschnitt gesehen, wo er sagt, dass er sogar Toilettenpapier klaut. Du musst doch deinen Job. Willst du irgendwann so als armer Rentner sterben? Ganz alleine? Arm werde ich da nicht sein. Meinst du? Ja, das meine ich. Glaubst du, es geht noch lange mit den Hype? Meine Prognose ist, Ende des Jahres ist alles vorbei. Einfach das Ende des Jahres, die Medien irgendwann kein Interesse mehr haben werden, weil da wird das Thema durch sein. Bruder, aber er ist auf jeden Fall nicht so dumm, ne? Der ist auf jeden Fall nicht hohl, der Junge. Ich denke jetzt auch nicht, dass er den Überhype behalten wird so, aber man kennt ihn auf jeden Fall. Glaubst du? Ja, das ist meine Prognose. Bis dahin nehme ich alles noch mit, was ich kriegen kann. Ja, guck mal, nimm alles mit. An der Stelle, Chat, möchtet ihr, dass wir ihn zu einem Podcast ranholen? Ich glaube, den kann ich easy connecten. Ich glaube, der will nur ein bisschen Honorar haben. Das wäre das erste Mal, dass ich für eine Podcast-Folge Geld bezahle. Okay, ihr wollt das? Lasst mir wieder einen Daumen hoch da und dann gucken wir. Dann gucken wir. Ich wüsste halt nur nicht, was ich mit denen die ganze Zeit reden soll. Ich würde es euch auch nicht versprechen. Ich guck mal. Dschungelcamp oder sowas? Na, nee, sowas mache ich nicht. Jetzt will ich dich mal was fragen. Was? Alle motzen immer, aber keiner versteht dich. Weißt du, die motzen? Was willst du ihn fragen? Das stimmt, Digga. Was soll ich mit dem reden? Er antwortet immer so stumpf und so. Wir lassen das sein, Digga. Nehmt euer Daumen hoch weg. Ich bezahle ihm keinen Cent. Scheiß drauf. Motzen sagen, ja, bestimmt wurdest du gemobbt als Kind und so weiter, ne? Was ist passiert? In deiner Kindheit. Nein, dass du gesagt nicht. Hast. Das hat sich aber die Jahre halt so entwickelt. Da gab es kein konkretes Ereignis, was es ausgelöst hat. Mama, Papa war da? Ja. Beide? Ja. Die waren immer für dich da? Ja, na klar. War da nicht irgendein Moment, wo du gesagt hast, okay, also das so gab eiskalt, kein... weil du machst halt einen eiskalten Job, ne? Ja, so war ich aber schon immer. So empathielos, sage ich mal. Wenn man das so bezeichnen will, ja. Das ist sehr trocken. Also du übst deinen Job sehr trocken aus. Richtig. Also das ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das hat sich aber die Jahre schon so entwickelt. Mit Inkrafttreten des Deutschland-Tickets sind so zwei Hobbys ineinander gewachsen, weil ich nämlich auch gerne touristisch unterwegs bin. Aber war das damals mal so, dass du gesagt hast, damals hattest du mal ein bisschen mehr Empathie, dass du gesagt hast, ey, ich drück mein Auge zu, du kannst weiterfahren? Wenn ich will, kann ich das durchaus, aber ich will nicht. Willst du nicht? Nee, es ist ein ethischer Grundsatz, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Ja. Du hast ja gesagt, du würdest sogar deine Mutter anzeigen und das meinst du ja ernst. Ja, klar. Bei Mutter ist einer zu viel, aber ja. Deswegen parkst du nicht falsch. Ja. Interessant. Richtig. Was ist das denn hier für ein Fake-Polizist? Ich glaube, es hackt hier, Junge. Was ist hier los? Alter, gibt's Salam, Alter. Was geht ab hier, Alter? Bist du jetzt fake oder was ist jetzt original? Was ist fake? Also, wie ich das sehe, hatten die einen Aufkleber da drauf gehabt. Die haben sie nicht richtig sauber gemacht. Ah, ja, ja. Dann muss die Anzeige jetzt raus, ne? Nee, das Stadt. Darf man ja. Niklas, komm ran hier. Bock auf ein Feierabendbierchen.
Niklas, willst du Feierabend nicht hin? Die Olli Teilpark falsch. Dein Kollege fragt falsch? Ja, oh weia. Willst du ihn aufschreiben? Was machst du jetzt, hä? Redest du gegen dein Gewissen oder gibst du ihm eine Chance? Jetzt bist du am Arsch. Nee, ich brauche keine Ausnahmen. Also wenn du jetzt kein Foto machst, dann bin ich so auf. Jetzt ist er weg, kann jetzt gehen. Du zeigst deine Mutter an, aber bin ich hier. Der ist jetzt weg, ich warte langsam. Aber du hast ja gleich ein Foto. Komm, fotografierst du gleich mal. Ja, ich mach die anderen hier. Ja, den fotografierst du, aber deinen Kumpel nicht, ne? Hier, jetzt ist er hier um die Ecke gefahren. So, Fairness. Du wolltest deinen Freund fotografieren, jetzt kannst du es ja machen. Was ist hier falsch? Nee, wegen vorhin. Du hast ja dein Kennzeichen jetzt drauf. Was genau bringt mir das? Ich kann ja trotzdem die Verschluss von vorhin nicht nachweisen. Ich kann dir aber das Videomaterial geben. Ja, da arbeitet auch da das Kennzeichen drauf. Also zeigst du deinen Kumpel jetzt an? Och, klar. Ja? Natürlich. Schickst du deinen Kumpel eine Anzeige raus, der Olizei? Mhm. Das ist ein guter Kumpel von dir. Ja. Man, unter Freunden gibt man ja mal eine Anzeige raus. Ja, das macht man so. Aus Höflichkeit. Ja, das gehe ich jetzt mal petzen. Olli, du bist vorhin da falsch, ne, falsch parken. Der Niklas hat dich fotografiert. Wir haben das drauf, aber er will deine Anzeige rausschicken. Okay. Ja. Bei der Bußgeldstelle mit seinem Gesicht auf mein Auto. Die Chat wird gerade ein bisschen geschrieben, dass der für euch autistisch wirkt. Ich finde nicht, Digga. Der ist einfach ein schüchterner Typ, der, glaube ich, nicht so viel Liebe bekommen hat in seiner Kindheit und so sein Hobby auslebt. Das ist eigentlich ein... Ist doch ein netter Kerl, Bruder. Ist doch ein netter Kerl. Er hat halt ein scheiß Hobby, Bruder. Und scheiß halt Leute an, aber so im Kern ist er doch kein Böser, so. Die lachen sie eins, wenn sie das sehen. Ja, aber da geht das raus, ne? Dass du Bescheid weißt. 50 Euro Strafe. So viel ist das doch ja auch nicht. Wie viel sind das denn? 20 Euro? 200. 200 ist ja nicht so viel. Unter Freunden gibt man ja mal ein Knöllchen. Kennt man ja. Oder 280, glaube ich. Oh, 280. Geht ja noch höher. Bleiben trotzdem Freunde. Ja. Mal prügelt man sich, mal gibt man sich die Hand. Ja. Fahren wir. Kannst ja mal endlich weitergehen, Digga. Mit der Olizei jetzt los, oder was? Na klar. Jetzt geht's richtig ab, Zamdusa. Aber Olli, du bist echt ein cooler Typ, muss man sagen. Ich werd dafür sorgen, dass der Niklas wird sein Handy klauen. Und dann wird er das Foto gleich löschen, mein Bester. Ah. Niklas, hau dir auf Steifen, würde ich sagen, ne? Würde ich auch sagen, ja. Heute werden Mütter. Hm? Nichts. Ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht angeschnallt, warte. Ja, oh, das wäre aber eine glatte Straftat. Nee, eine Ordnungswidrigkeit. Würdest du dich selber anzeigen? Nee. Nein, natürlich nicht. Können wir, ne? Blinken! Scheiß auf den Blinker. Blinker ist doch jetzt nicht schlimm, oder? Jetzt fühle ich mich so, wie wenn ich es im Leben geschafft habe. Endlich mal auf der. Ich finde trotzdem, Leo macht's gut, Bruder. Er lässt ihn auch ein bisschen als Mensch rüberkommen, so ein bisschen positiv. Wisst ihr, wie ich meine? Die Videos, die ich bis jetzt immer gesehen habe, die waren immer sehr negativ. Richtige Seite, oder? Super. Vorsichtig, ne? Ganz vorsichtig. Missbrauchte Warnzeichen. Wie ich? Blinken. Da gibt's doch keine Anzeige. Meister! Oh, ich grüße dich. Bleib mal locker, ich bin doch kein Polizist. Vorsicht, Haltlinie. Bleib locker, ich bin einer von deiner Sorte, Bruder. Einfach ein Bot. Vorsicht, Haltlinie, blinken, hupen. Kurz Schock, ne? Ich schwöre dir, der hatte kurz Schock. Schreibst du mit dem Wagen hier mehr Anzeigen auf? Mit das? Aber zieht das mehr Aufmerksamkeit, der Wagen? 1,50. Das sind keine 1,50. Guck mal, sowas könnte auch im Fernsehen laufen, sag ich dir ehrlich, Bruder. Entschuldigung, das sind keine 1,50, ne? Niklas, sagst du mal bitte was? Ja, der Fahrer hat gerade keine 1,50 eingehalten. Ach, ich? Schönen Tag wünsche ich Ihnen, meinte ich. Ich hab das gerade verwechselt. Also, das kannst du mir aber nicht beweisen, weil du hast kein Messband. Wenn du dich entscheiden könntest, ne? Würdest du lieber den Ferrari nehmen oder den Polizeiwagen? Ja, lieber Polizeiwagen. Echt jetzt? Was will ich mit einem Ferrari? Niklas, guck mal jetzt. Jetzt habe ich den Dreh raus. Du sagst ja, Frauen kosten Geld, deswegen lässt du dich auf keine Frau ein, oder? Mhm. Aber was, wenn eine Frau dir Geld gibt und sagt, Niklas, verführ mich heute Abend, heute Nacht, gib dir 1000 Euro. Nö, das mache ich für kein Geld damit. 10 Euro? Für kein Geld damit mache ich das. Echt nicht? Ne. Aber dann widersprichst du dir selber, meiner Meinung nach. Du nimmst keine, weil die Geld kostet, aber gehst nicht mit, wenn sie dir Geld bezahlt. Mhm. Massieren? Für einen Tausender? Ich bin kein Physiotherapeut. Wenn du 1000 Euro im Laden findest, ne? 1000 Euro, ist es viel Geld? Also für meine Verhältnisse ist es Kleingeld. What the fuck, Bruder? Die pisst er anscheinend. Ist es Kleingeld? Ja, für meine Verhältnisse ja. Okay, nehmen wir mal an 10.000. 10.000 ist viel Geld? Ja, das ist so mittelmäßig. 10.000 Euro findest du im Laden. Ja. Würdest du die einstecken? Dazu mache ich keine Angaben. Würdest du die einstecken? Da muss ich bei meinem Auskunftsverweigerungsrecht entsprechend der Strafprozessordnung Gebrauch machen. Soll ich dir sagen, was das wäre? Ja, was? Diebstahl. Nein, das wäre Unterschlagung. Das wäre Diebstahl. Nee, ich habe das ja niemandem weggenommen. Ich habe das gelesen, doch. Nee, doch, wenn man das findet. Digga, der kennt auch jedes Gesetz gefühlt auswendig, ne? Er beharrt doch nicht drauf. Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, ich steige gleich aus. 90. Nee, 242 ist Diebstahl. Meine ich ja, 242, ich habe so umgedreht, die Zahl. Nein, ich habe es ja niemanden entwendet. Niklas, ruf jetzt die Polizei an und wir fragen, ob es Diebstahl ist. Ruf an. Ich kann ja nicht. Das ist Unterschlagung. Diebstahl, wetten wir mal drauf.
Und was fährt mir? Um 2000 Euro. Willst du mich verarschen, du riskierst 2000 Euro jetzt? Das ist bei mir, hallo. Ja, hallo, Niklas Matter, der Anzeigenhauptmeister hier. Ich habe mit... Der hat da einfach Verbindung. Aufgelegt. Nee, Verbindung. Nein. Nee, die haben aufgelegt, die haben keinen Bock auf ihn. Der hat aufgelegt, nein. Der hat deinen Namen gehört, der hat aufgelegt. Ja, Anzeigenhauptmeister, ich habe... Ja, genau, wenn ich zum Beispiel im Laden 10.000 Euro finde und man die einsteckt, das ist Unterschlagung. Und mein Drehpartner Leon Mascher, der ist der Meinung, das wäre Diebstahl. Ich bin nicht der Rechtsberater von jemand, der hier anruft. Das ist meiner Meinung nach eine Unterschlagung, wenn man es dann nicht abgibt. Ja, ja, und kein Diebstahl. Er meint es richtig ernst. Der Leon verarscht, aber er meint es böse ernst einfach. Noch ja. Ist der noch Rechtsanwalt, die werden ja wahrscheinlich was ganz anderes oder könnten was anderes sagen. So. Wann ist es Diebstahl? Ich habe keine Zeit für Rechtsberatung am Telefon. Danke für das nette Gespräch. Ja. Der, das war keine, der hatte keine Ahnung. Ja. Ruf mal da kurz einen richtigen Justizberater an. Polizei Wittenberg. Ja, hallo. Digga, die meinen das komplett ernst, Alter. Das war dein Anzeigenhauptmeister. Heute habe ich mal ein anderes Anliegen. Das war hier Leon Mascher, grüße ich. Und zwar, wenn ich 10.000 Euro im Laden finde und man die sich einsteckt. Das ist eine Unterschlagung. Und richtig. Ja, richtig. Und Leon Mascher sagt, dass es ein Diebstahl wäre. Und der lässt sich von mir nicht überzeugen, der will von der Polizei überzeugt werden. Ich habe gesagt, das war, ich bin ganz seiner Meinung, ich habe gesagt, das ist eine Unterschlagung. Der Anzeigenhauptmeister hat gesagt, dass es ein Diebstahl ist. So ein Mix, ich schwöre, mein Gott. Nein, definitiv, das haben wir auf Kamera. Geil, Alter, 2000 Euro. Für mich. Für mich. Komm, lassen wir mal Revue passieren. Gucken wir mal was. Gucken das können wir uns kurz. Doch hier mal an der Kamera mal angucken. Mal kurz Kamera, weil zeigen wir das. Dann siehst du es mal auf der Kamera, was gesagt worden ist. Nein. Soll ich dir sagen, was das wäre? Ja, was? Unterschlagung. Nein, das wäre Unterschlagung. Wirklich, ich verzichte auf die 2000 Euro. Bisschen guter, bisschen feiner. Anzeigenhauptmeister, was hörst du für Musik? Shirin David. Ja, alles klar. Das ist so gestellt, Bruder. Bestimmt hört der Shirin David. Shirin David. Du hörst Shirin David? Das höre ich gerne. Was, mach mal lauter, wie geht's das? Bisschen Gangster, ich wusste es doch. Mach mal aus, das Ding. Denke mal, das andere gefällt dir vielleicht besser. Was ist das denn jetzt wieder hier? Das ist Musik. Das ist auch Musik, die ich auch gerne höre. Du hast mich gefragt, was ich gerne höre. Angelo Merz ist das? Ja. Die schönste Musik überhaupt. Sag mal, Bushido, hörst du den? Nee. Hat er sich bei dir gemeldet? Sehr geehrter Herr Anzeigenmeister, du bist herzlich eingeladen. Du kannst zu jedem Konzert deiner Wahl kommen. Ich würde sehr gerne ein Foto mit dir gemeinsam machen und ich würde dir sehr gerne einen Vorvertrag... Bushido immer da, wo der Hype ist. Kapi. ...geben, um dir dann sozusagen jemanden an die Seite zu stellen, der dein ganzes Leben sozusagen verfilmt. Bei mir direkt noch nicht. Aber was wollt ihr denn? Weiß ich auch nicht, ich hab ihn nicht erreicht. Für wie viel Geld würdest du... Ich hab ihn nicht erreicht. ...mit Bushido zusammenarbeiten? 50.000. Bruder, Digga, der hat einen Nase Tamm oben. 50.000, Alter. 50.000 würdest du? Hallo. Hi. Ja. Für 50.000, wie viel? 50.000. Würdest du mit Bushido zusammen? 50! Zusammenarbeiten. Wenn Bushido mir 50.000 zahlt, dann mache ich gerne mit. Mit denen ein Video? Ja, auch, ja klar. Bist günstig, Junge, bist günstig. Das zahlt er, glaube ich, aus dem Handgelenk. Cristiano Ronaldo, kennst du den? Ampel ist grün. Okay, eine Frage. Würdest du lieber 50 Euro nehmen oder würdest du einen Tag mit Cristiano Ronaldo chillen? Ja, ich denke mal, von den 50 Euro habe ich mehr. Digga, der ist so stumpf, der Typ. Dann würdest du lieber 50 Euro nehmen, statt mit Cristiano Ronaldo einen Tag verbringen. Das finde ich stark. Niklas, eine Frage. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Das sind Geschäftsgeheimnisse. Digga, Mann, was ist los mit mir? Ich lache um alles, was er sagt einfach. Das sind Betriebsgeheimnisse einfach. Geheimnis. Kann man sagen, ja. Sechsstellig? Ja. Naja, ja. Er hat mehr Geld, als ich hoffen konnte, einfach. Ja, Geschäftsgeheimnis. Was kriegst du so für einen Club-Gig? Ein Geschäftsgeheimnis. Also, man kann gut von leben. Ja. Na, sag ich doch. Guck mal, er redet und macht dabei noch ein Foto. Und ich das ein Geschäftsgeheimnis. Was machst du bei so einem Club-Auftritt? Rumstehen und fürs Nichtstun bezahlt werden. Das schmeckt, ich sag dir ehrlich, schmeckt einfach. Entschuldigung, was machen Sie da bei meinem Auto? Ah, waren Sie denn von der Frankfurt-Doku? Yo, die kennt man doch. Digga, die kennt man. Ich kenn auch so ein paar Instagram-Reels mit der. Cool. Ihr am allerbeste Tasch. Ich wünsche was. Super, wir sind Fan von Ihnen. Kennen Sie den Anzeigenhauptmeister? Wenn Sie den bewerten würden, optisch, welche Note von 1 bis 10? Digga, Mann, er lässt einfach diese Frau ihn bewerten. Guck mal, bitte. 10, 10 ist super. Also die Augen würden eine 9 kriegen. Wow, Niklas. Ah. Was machst du denn, Niklas? Machst du ein Foto von hier jetzt, oder was? Ja.
Ich weiß, was du machst. Du fotografierst, den Mann da hinten vor McFit. Findest du schön den Körper? Nein, die beiden Autos, die stehen im Taxistand. Hast du gerade den Mann fotografiert, Niklas? Nein, die Autos. Ach doch, hab ich ganz genau gesehen, du Schlingel da. Aber innen das deine, ne? Nein, die Autos stehen im Taxistand. Hast du wirklich keinen Typ Frau, dass man sagt, ey, blond, schlank, 60, 90, 30? Nein. Ich brauche meine Zeit nicht mit solchen Sinnlosigkeiten verschwenden. Die halten. Er meint's ernst, Bruder. Er soll zum Islam kommentieren. Er wäre ein Vorzeigemoslem. Keine Chance geben? Nein. Helene Fischer? Auch nicht. Jirin David? Nein. Oder wie? Ein schöner Thomas? Nein. Auch nicht, ne? Okay. Matthias? Mit langen Haaren? Ja, ja. Nein. Nichts mit Liebe zu tun haben? Nein. Ne? Schleuderst du mittlerweile? Was? Schleuderst du mittlerweile? Schleudern? Ja. Schleudergang in der Waschmaschine? Ja. Mach die Maschine alleine. Oder mal die Bruder, Wallah, ich kann mich nicht. Bruder, ich feier einfach das Video. Ich bin einfach Fanboy geworden jetzt. Schleudern. Warum soll ich meine Hand in der Waschmaschine packen und dann den Schleudergang machen? Da ist doch die Hand hinterher ab. Ja, das stimmt. Macht keinen Sinn. Bekommt der Notarzt wegen einer Amputationsverletzung? Ja, nee, das brauche ich nicht. Was ist los, Alter? Hier, das ist Frankfurt City, also. Viele Menschen heißt viel Cash. Umso weniger Falschparker gibt es da auch. Niklas, muss also man ich sehe nicht ein Niklas, Auto. Muss ja. man einen Skandal auslösen, dass du dann wieder dann, dass der Halt nicht weggeht? Kannst du dir vorstellen? OF? Was? OF. Das kannst du vergessen. Einfach Anzeige auf Meister OnlyFans. Stell dir mal vor. Trinktanker dann? Kurz mal ein Foto für einen Tausender? Du bist nicht der Erste, der mich danach fragt. Echt? Ja. Oh mein Gott, was ist los? Das ist Action, muss sein. Alter, was arbeitest du, Alter? Ja. Wo bist du tätig, ja. Junge? Krypto oder was? Niklas, der hat Geld, komm her, Foto! Halt, schau mal. Niklas, Alter, das ist ja Justin Bieber-Level hier, Junge! Ja. Du bist ja ein Superstar geworden hier mit Stern-TV-Doku. Spiegel-TV. Spiegel-TV, mein lieber Scholli, Alter. Ist die Liebe Jesus für dich verfügbar? Glaubst du an Gott, Niklas? Nein. Gar nicht? Oh, hart! Der kam zu trocken. Glaubst du nicht, da ist ja irgendwas da oben, der uns erschaffen hat? Nee. Der wirklich die Anzeigen rausschreibt? Nein. So, Freunde, das war's mit dem Video. Frankfurt. Ja, das Outro ist mir ein bisschen zu lange. Ey, Leon, ich muss dir lassen, du hast zum ersten Mal in deinem Leben von mir ein Abo verdient. Ich weiß nicht, ob ich das bereichert, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Content. So kann ich meine Miete zahlen, Leon. Mach weiter so. Mach noch mehr mit Anzahl, Hauptmeister. Ich hab gut gelacht, war wirklich ein starkes Video. Also, dich habe ich im Kopf nur wegen deinen Fake-Brands, aber das war wirklich gut. Das war gut. Ja, danke schön fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis morgen um 21 Uhr. Passt auf euch auf.